So, und da sind wir auch schon wieder. Uns geht direkt hier weiter bei Assassin's Creed 1. Die Nachforschungen sind beendet und wir knöpfen uns unser nächstes Attentatsziel vor. Das sehe ich genau. Oh, da wollte ich nicht hin. Genau hier befindet. Sag mir, wenn ich es. Okay. Der zeigt auch so die Meter an. Habe ich jemals erwähnt, dass es manchmal hier ein bisschen nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorstelle? Nein, ihr kennt mich sicher nicht. Jetzt sind wir wieder oben auf den Dächern. Kommt nicht näher. Entschuldigung. Ich bin schon weg. Wie sobald man auf ein anderes Dach geht, interessieren sie sich einfach nicht mehr für einen. Jede Schrift in dieser Stadt muss zerstört werden. Mein Freund, das dürft ihr nicht. Viel Wissen wohnt diesen Pergamenten inne. Aus gutem Grund von unseren Vorfahren niedergeschrieben. Und was ist das für ein Grund? Es sind Fanale, die uns leiten sollen. Um uns vor der Dunkelheit der Ignoranz zu bewahren. Nein, es sind Papiere bedeckt mit Lügen. Sie vergiften euren Verstand. Und solange sie existieren, könnt ihr nicht darauf hoffen, die Welt in ihrem wahren Licht zu sehen. Wie könnt ihr diese Schriften als Lügen bezeichnen? Es sind Werkzeuge der Bildung. Ihr wendet euch an sie, um Antwort und Erlösung zu erhalten. Ihr verlasst euch mehr auf sie als auf euch selbst. Das macht euch schwach und dumm. Ihr glaubt an Worte, Tintenkleckse. Denkt ihr je darüber nach, wer sie aufgeschrieben hat oder warum? Nein, ihr akzeptiert einfach ohne zu hinterfragen jedes Wort. Und wenn diese Worte nun lügen, wie sie es so oft tun, das ist gefährlich. Ihr liegt falsch. Diese Texte sind ein Geschenk des Wissens. Wir brauchen sie. Ihr liebt eure kostbaren Schriften. Würdet ihr alles für sie tun? Ja. Ja, natürlich. Dann folgt ihnen. Boah, das ist, die Templer sind einfach so richtig Idioten. Jeder, der so spricht wie er, stellt selbst eine Bedrohung dar. Möchte mich noch jemand herausfordern? Ja, ich. Gut. Eure Befehle sind einfach genug. Geht in die Stadt. Sammelt alle verbliebenen Schriften und häuft sie in den Straßen auf. Wenn ihr fertig seid, schicken wir Wagen, um sie abzuholen, auf dass sie vernichtet werden. Alter, was muss ich hier machen? Der flieht doch vor etwas. Bürger! Er sollte hier nicht so rennen. Hä? Hey, ich dachte, ich muss den Typen jetzt umlegen. Mach Platz! Oh, wieder. Komm schon, zück dein Schwert, zück dein Schwert. Ja, ist wieder so eine Situation, wo man so richtig viel sieht. Komm schon, ja, du denkst. Alter Schwede. Ich sag's dir hier wieder. Für jeden Gestorbenen kommt ein neuer. Na los. Sehr gut, der ist wenigstens jetzt direkt. Ja, da schwächelt er. Oh, nein, unterbrechen. Nein, weg damit. Oh, komm schon. Greif ich nochmal an. Los, hau dich. Ja. Was war das denn gerade? Auch du sollst ihn jetzt endgültig treffen. So. Ah, mal kurz eine Nadel kratzen. So.
Jetzt geht's nach hinten. Da ist wieder so ein Räumchen. Alter, ich hab doch kontern. Alter, jetzt kann sein, dass es immer mehr Leute werden. Sollst du ihn das nächste Mal? Nein, losreißen. Endlich. So. Nein. Sehr gut. Direkt umbringen ist immer besser, als ihn nur so behindert wegzuschlagen, weil es bringt leider nicht viel. Da muss er das eigentlich zweimal machen. Dann sterben sie ja schon. So, jetzt ist es aber auch um dich geschehen hier. Na los. Der nächste. Hört. So. Zack, und du auch, und nein, los, rein. Ja. So. Das sehe ich auch noch mit. Und auf geht's. Sie erscheinen sicher, aber das täuscht. So. Das hat. Das war jetzt mal einfacher als die anderen Attentate. Ah, hier ist leider wieder. Ich hab Konter gedrückt. Nein. Ah. Ah, sehr gut. Nur noch drei übrig. Ich finde, die hatten, die sehen im Gegensatz zu den anderen, haben die kein ganz so hässliches Gewand, Uniform, wie auch immer dazu sagen will, an. Also das Rot-Schwarze gefällt mir eigentlich. Ja, komm, wir machen jetzt mal auf Angriff. So. Und weiter geht's. Noch zwei sind übrig. Alter Schild, der ist ganz schön weit weg. Okay, geht noch. Schau, Alter. So. Jetzt rennen. Der andere ist jetzt auch noch dran. Der hat keine Chance. So. Warum habt ihr das getan? Die Menschen müssen frei sein zu tun, woran sie glauben. Wir sollten sie nicht für ihre Gedanken bestrafen. Egal wie sehr wir diese ablehnen. Und dann? Ihr solltet die Antwort am besten kennen. Lehrt sie, gut von böse zu unterscheiden. Sie müssen durch Wissen befreit werden, nicht durch das Schwert. Sie lernen nicht. Zu sehr sind sie auf ihre Wege fixiert. Ihr seid naiv, das nicht zu erkennen. Es ist eine Seuche, für die es nur eine Heilung gibt. Ihr irrt. Und deshalb müsst ihr ausgeschaltet werden. Bin ich nicht wie diese kostbaren Schriften, die ihr retten wollt? Eine Quelle des Wissens, das ihr aber ablehnt. Trotzdem zögert ihr nicht, mein Leben zu nehmen. Ein kleines Opfer, um viele zu retten. Es ist unerlässlich. Sind es nicht alte Schriften, welche die Kreuzfahrer inspirieren, die Salah al-Din und die Seine mit gerechtem Zorn erfüllen? Ihre Schriften gefährden andere, führen den Tod in ihrem Banner. Auch ich war bereit, ein kleines Opfer zu bringen. Das ist nun ohne Belang. Euer Werk ist getan. Und so das meinige. Hm.
Okay, auf zum Assassino. Eigentlich ist der Rampel, aber lassen wir das einfach. Oha, das sind wieder viele Leute. Ich muss hier weg. Lass mich hier hoch. Ah, natürlich steht hier jetzt schon einer. Auf, hier lang. Ah, ja, da wollte ich schon wieder nicht hin. Hab gleich nach rechts geguckt. Alter, ich renn voll auf den zu, rempel den, will den übelst anrempeln und er macht meine Handbewegung und ich lieg am Boden. So, da sind schon mal die ganzen Penner hier. Hier geht's hoch. Stecken sich, um anonym zu werden. Da hinten ist ein Stück. Ja, da sind wir wieder zurück bei Assassin's Creed. Gerade eben ist einfach mal so das Spiel abgestürzt und ich muss jetzt die Mission nochmal machen. Und ja, wir sind jetzt entkommen, haben die Mission geschafft und werden jetzt mit unserem Verbindungsmann reden. Altair, sagt bitte, dass ihr Erfolg hattet. Ja, Jubairs Feuer sind ausgelöscht. Ebenso sein Leben. Wunderbar. Ich habe nie an euch gezweifelt. Ihr hättet es sehen sollen. Die Gelehrten folgten ihm so bereitwillig. Und es waren nicht nur Schriften, die verbrannt wurden, sondern auch jeder, der sich ihnen entgegenstellte. Solche Ignoranz dient nur dem Bösen. Ihr habt heute eine gute Tat vollbracht. Wie all meine Opfer glaubte auch er, das Rechte zu tun, den Weg für eine bessere Zukunft zu bereiten. Sicher dachte er das. So arbeitet der Verstand eines Verrückten. Alles, dessen ich in den letzten Wochen gewahr wurde, als wäre das ganze Land dem Wahn verfallen. Und deshalb kämpfen wir, um den Krieg zu beenden, auf dass die Vernunft wiederkehrt. Das Volk will verzweifelt Führung. Es ist einfach für Männer wie Jubair, das zu nutzen und sie für das Böse zu gewinnen. Geht, Altair, kehrt zu Al-Mualem zurück und berichtet ihm von der guten Tat, die ihr vollbracht habt. Friede sei mit euch, Rafik. Und auch mit euch. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Ah, ja. Tat beendet. Ziel wurde eliminiert. Zurück zu Al-Mualem. Was? Nicht viel Zeit, Willig. Es gibt ein Dienstzeitfenster. Wo immer es steckt. Zeit ist zurückzuholen. Arbeiten. Und wenn sie fertig sind? Wir erledigen ihn. Ich möchte diesen Bericht morgen früh haben. Er hat gesagt, wir erledigen ihn. Ich habe ein bisschen Arbeit zu erledigen. So haben sie den Rest der Nacht für sich. Na, was hast du zu sagen? Ich glaube, es gibt ein Problem mit dem Animus. Nein, er funktioniert gut. Ich bin sicher, dass er mich rauswarf, als... Halten Sie besser den Mund. Erzählen Sie mir jetzt endlich, was hier vorgeht? Wir müssen Sie aufhalten, Desmond. Wenn Sie den letzten Gedächtnisabschnitt öffnen... Sie haben gerade erst angefangen. Sie wollen alles ändern. Wie wir leben, wie wir denken, wie wir sind. Sie haben wenig gehört, was falsch ist in der Welt. Dass wir Ordnung und Disziplin brauchen. Und dass sie uns das geben werden. Nur, dass wir dabei nicht mitzureden haben. Wie? Der Schatz der Templer. Sie glauben, er... Miss Stoner? Ja? Sie müssen Desmonds Dateien in die Datenbank laden. Gut. Einfach mal so, Gespräch beendet. Ah, okay. Dann gehen wir mal in unser Zimmer und mal schauen, was morgen passieren wird. Ich bin gespannt. Aber ich bin jetzt erst mal müde. Langer Tag im Animus. Die Zeit drängt, Mr. Miles. Ja, ich komme. Wir sind fast fertig, wissen Sie. Und dann was? Sie werden sehen. Vielleicht lässt man Sie zusehen, wenn es beginnt. Es ist nicht so schrecklich, wie Sie glauben.
Naja, ich weiß, dass Sie mich nicht gehen lassen. Warum sagen Sie mir nicht, was hier vorgeht? Belustigen Sie mich. Ich bin kein Idiot, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen bereits eine ganze Menge. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Natürlich nicht. Okay, dann frage ich Sie etwas anderes. Ja? Ein paar Dinge, die ich im Animus gesehen habe, scheinen falsch zu sein, unwahr, als ob die Geschichte falsch liegen würde. Irgendwie passt es nicht. Was passt nicht, Mr. Miles? Es passt nicht zu dem, was Sie im Online-Lexikon gelesen haben? Was Ihr Oberstufenlehrer Ihnen beigebracht hat? Lassen Sie mich eine Frage stellen. Haben diese vermeintlichen Experten Zugang zu geheimem Wissen, das anderen verborgen bleibt? Es gibt Bücher, Briefe, Dokumente, alle möglichen Quellen aus der Zeit. Einige scheinen dem zu widersprechen, was der Animus mir zeigt. Jeder kann ein Buch schreiben. Und jeder kann es mit allem Möglichen füllen. Alles Mögliche. Früher glaubten wir, die Erde sei eine Scheibe. Manche glauben es immer noch. Ja, und sie veröffentlichen Bücher darüber. Oder darüber, dass die Mondlandung ein Betrug war. Ich glaube, es gibt auch ein Buch, das behauptet, die Erde wurde an 7 Tagen erschaffen. Auch ein Bestseller. Worauf wollen Sie hinaus, Doc? Ich glaube, der Punkt ist, dass Sie nicht alles glauben sollten, was Sie hören oder lesen. Wie sagte Ihr Vorfahr noch gleich? Nichts ist wahr? Und alles ist erlaubt. Ja, genau. Das ist mit ein Grund, warum der Animus so spektakulär ist. Er lässt keinen Raum für Fehlinterpretationen. Dafür ist immer Raum. Touché, Mr. Miles. Nun, da ich Ihre Frage beantwortet habe, können wir anfangen? Es gibt auch ein Buch, das beschreibt, wie die Erde in 7 Tagen erschaffen wurde. Auch ein Bestseller. Welches Buch könnte das wohl sein? Ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Gedächtnisabschnitt 6. Achso, ich dachte, wir wären jetzt schon hier. Na, dann schauen wir mal. Sitzung fortsetzen. Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat in Masyaf auf oder bestehlen Sie einen Gangster. Ein Gangster? Wir haben viel zu bereden. Es ist fast geschafft, Alter hier. Robert de Sable steht jetzt noch allein zwischen uns und dem Sieg. Sein Mund gibt die Befehle. Seine Hand gibt das Gold. Mit ihm stirbt das Wissen vom Schatz der Templer und die Bedrohung, die dieser darstellt. Ich verstehe immer noch nicht, wie ein so kleiner Schatz so viel Tumult verursachen konnte. Der Edensplitter ist die Verkörperung der Versuchung. Seht nur, was sie aus Robert gemacht hat. Nachdem er die Macht kostete, wurde er verschlungen. Er sah keine gefährliche Waffe, die zerstört werden muss, sondern ein Werkzeug, das ihm helfen würde, seinen Lebenstraum zu verwirklichen. Dann hat er von Macht geträumt. Ja und nein. Er träumt noch immer, wie wir, vom Frieden. Aber dies ist derselbe Mann, der das Heilige Land mit Krieg überziehen wollte. Nein, Alter, ihr. Wie könnt ihr, der ihr mir die Augen geöffnet habt, das nicht erkennen? Wie meint ihr das? Was wollen ihr und seine Gefolgsleute? Eine Welt, in der alle Menschen eins sind. Ich lehne dieses Ziel nicht ab. Ich teile es. Aber ich nehme Anstoß an der Art und Weise. Frieden muss erlernt werden, verstanden werden, willkommen geheißen werden. Er wollte es erzwingen. Und uns unseres freien Willens berauben. Sonderbar. So von ihm zu denken? Hegt niemals Hass für eure Opfer, Altair. Solche Gedanken sind Gift und vernebeln eure Urteilskraft. Könnte er nicht überzeugt werden, seine wahnwitzige Idee aufzugeben? Ich sprach mit ihm auf meine Weise, durch euch. Was war jeder Anschlag, wenn nicht eine Botschaft? Aber er hat sie ignoriert. Dann bleibt uns nur eine einzige Wahl. In Jerusalem seid ihr ihm zuerst begegnet. Dort findet ihr ihn auch jetzt. Möge dieses letzte Geschenk euch Stärke verleihen. Geht, Alter, ihr. Bringt es jetzt zu Ende. Also auf nach Jerusalem. Oha, was sagst du? Noch ein besseres Schwert? Neue Fähigkeit erlernt, Schwertmeister. Neue Waffe erhalten, extra Wurfmesser. Na, das kann man gut gebrauchen.
Na dann. Ist das doch mal nicht schlecht. Und jetzt geht's. Nur noch ich und Robert Dösam. Ah, genau das Alma Lim gesagt hat, hat auch Sally, heißt sie Sally? Wie beim Animus die Dame auch erzählt. Die Ziele der Templer sind nicht schlecht, aber die Art und Weise, wie sie sie erreichen wollen, ist böse. Auf ins Büro nach Jerusalem. Sie können zur Ablenkung heimlich töten, indem sie ein Messer werfen, jemanden von einem Dach stoßen oder ein unauffälliges Attentat durchführen. So, was hast du zu sagen? Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch, mein Bruder. Das Schicksal geht seltsame Wege. Dann ist es also wahr. Robert de Sable ist in Jerusalem. Ich habe die Ritter selbst gesehen. Diesem Mann folgt das Unglück. Wenn er hier ist, dann um Böses zu tun. Ich werde ihm keine Gelegenheit geben. Lasst euer Urteil nicht von Rachegelüsten vernebeln, Bruder. Wir beide wissen, dass daraus nichts Gutes entsteht. Das habe ich nicht vergessen. Fürchtet euch nicht. Ich suche nicht Rache, sondern Wissen. Ihr seid nicht mehr der, den ich einst kannte. Meine Arbeit hat mich vieles gelehrt und viele Geheimnisse enthüllt. Aber es gibt noch Teile des Bildes, die sich mir verschließen. Was meint ihr? All die Männer, die ich zur Ruhe legte, haben zusammengearbeitet, vereint unter diesem Mann. Robert hat Pläne für das Land. So viel weiß ich sicher. Aber wie und warum, das Wann und Wo, diese Dinge entziehen sich mir. Kreuzfahrer und Sarazenen arbeiten zusammen? Sie sind weder das eine noch das andere. Sie sind Templer. Die Templer sind Teil der Kreuzfahrerarmee. Das möchten Sie König Richard glauben lassen. Nein, Sie sind nur Robert de Sable treu ergeben und der verrückten Idee, dass Sie den Krieg beenden werden. Ihr spinnt ein seltsames Garn. Ihr habt ja keine Ahnung, Malik. Aber sagt mir, wo ihr sie gesehen habt. Ich sollte ihm folgen, bevor er mir entkommt. Von drei Orten weiß ich es sicher. Westlich von hier, bei einem Wachturm und einem Hospital. Und dann im Südwesten, bei der Grabeskirche. Seht, was ihr in Erfahrung bringen könnt. Ich werde dasselbe tun. Ich gehe so schnell ich kann. Seid wachsam, mein Freund. Also, westlich und südwestlich. Habe ich mir gemerkt, also werden wir gleich mal schauen, was da so auf uns wartet. Also. Westlich. Natürlich wieder da, wo wir noch so gut wie nichts an Aussichtstürmen entdeckt haben. Also müssen wir das jetzt leider auch noch tun. Egal. So, aber da ist ja schon das Objekt der Begierde. Nein, ich will eigentlich hier gerade auch so direkt über der Tür. Na, los. Ha. Und auch natürlich nichts. Also gehen wir mal dahin. Schert euch davon. Entschuldigung. Ich bin schon weg. Wieso auch immer ich jetzt mit der Karibikmusik singe, ich weiß es nicht. Wieder mal eine Frage, die ich mir selbst nicht beantworten kann. Jetzt zurück. So, wo ist denn nach? Ihr habt hier nichts zu suchen. Ich hab hier deinen Kopf. Bleib stehen! Ihr könnt nicht verdammt. Egal. Euch hole ich hier. Warte mal. Ach, da müssen wir hin auf dieses Eden-Ding. Müssen mich auf den Arm nehmen. Ja, komm schon. Dann gehen wir halt hier. So. Hier oben steht keiner. Erstmal in die falsche Richtung. Ich sehe ihn, dort ist er. Gebt auf, ihr könnt nicht fliehen. So jetzt. Und wir? Ewig verstecken. Ah, da sind das schon alle drei Sachen, die wir brauchen. Gut. Wir warten jetzt einfach mal, bis wir nicht mehr entdeckt werden. Bürgerfolge sind wir.
Ja, Volk dich von nur. Jerusalem, wir stehen auf einer Schwelle. Überschreiten wir sie, leiten wir ein Zeitalter des Friedens für alle Menschen ein. Empfangt diese christlichen Recken wie Brüder. Heißt sie mit offenen Armen willkommen. Auf diese Weise können wir die Sünden der Vergangenheit überwinden und ein besseres Morgen schaffen. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Wir müssen stark sein. Wir müssen tapfer sein. Und wir müssen den Mut finden, unsere Feinde von einst nun unsere Freunde zu nennen. Eine kleine Die Kreuzritter kamen nach Jerusalem und brachten eine Gelegenheit, den eine Krieg Spende. Zu beenden, ich bin arm und auf dass wir und eins werden. Weist sie nicht ab. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Auf dass wir eins werden. Gott verdamme euch. Lasst mich in Ruhe. So, ich sehe ein Gangster, zwei Gangster. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen. Aber hier hinten in der Gasse sieht es ja mal nicht schlecht aus. Hier scheint gerade kein Beobachter zu sein. Also jetzt. Schon. Immer schön im 1 gegen 1. Na schon, jetzt plauder endlich. Ihr sprecht von Frieden, aber es sind nur leere Worte. Nein, ich sage die Wahrheit. Warum behauptet ihr etwas anderes? Ihr seid ein Templer. Das bin ich. Dann seid ihr auch ein Lügner und Betrüger. Wie euer Meister. Wo ist er? Was hat er vor? Er sucht den Frieden. Ich schwöre es. Und als Beweis mögen seine Taten dienen. Ein Christ beim Begräbnis eines Moslems. Wir wollen all dem ein Ende setzen. Nur weil es euren Bedürfnissen dient. Aber unsere Absicht ist edel. Das Land wird unter unserem Banner vereint. Vereint durch Gewalt. Ihr würdet uns versklaven. Es ist zum Besten. Nein, ist es nicht. Und solange meine Brüder und ich atmen, werdet ihr nicht obsiegen. Oha. Dann nicht sie weg hier. Bevor wieder einer der Wachen uns bemerkt. Da vorne, das scheint wieder sowas wie ein Häuserrennen oder sowas zu sein. Also, gehen wir da mal hin. So. Tum. Ja, Entschuldigung, ich weiß. So, hier müssen wir anscheinend runter. Na, ich drück das Schiff, du sollst... Er sollte auch unter. Hören, ein Kind zu benehmen. Ich bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Danke. Nein, geht nicht. Schön, euch zu sehen, Bruder. Ihr seid wegen des Begräbnisses hier oder wegen Robert. Ich habe meine Augen und Ohren offen gehalten, aber ich habe nichts zu berichten. Hier ist es ruhig. Vielleicht hat Tariq etwas gesehen oder gehört. Er ist nicht weit von hier postiert. Geht zu ihm. Seht, ob er etwas weiß. Also, wo müssen wir hin? Da hin. Och, Mann. Immer genau dann, wenn man es nicht gebrauchen kann. Genau dann kommen sie. Du sollst... Ich könnte mir meine Tastatur gegen die Wand schmeißen. Drück nach vorne. Was passiert? Er springt hinten runter. Genau so soll es natürlich sein. So. Ja, aber nur noch sehr wenig Zeit und müssen noch eine gute Strecke überwinden. Ah, ne, da ist er schon. Ach, ich muss... Oh nein, ich muss unentdeckt sein. Schaffe ich nie im Leben. Niemals. Was? Willst du mich verarschen? Jetzt geht er hoch. Alter. Jetzt. Puh. Informanten Herausforderung gescheitert. Natürlich, boah, Mann. Jetzt geht er runter. Und runter und runter und runter. Also. Was macht dum. Eine kleine Spende. Ich bin arm und so, dann gehen wir halt zuerst hier hin. Ist ja auch schon relativ nah. So, hallo. Alter, hier, mein Freund. Ihr müsst mir helfen. Malik befahl mir, einige Bogenschützen in der Umgebung zu töten, damit unsere Brüder sich gefahrlos bewegen können. Normalerweise wäre das kein Problem, aber das Begräbnis hat alles verändert. Die Stadtwache setzt ihre besten Männer ein, um für Ruhe zu sorgen. Und mit denen kann ich mich einfach nicht messen.
Ich möchte euch um zwei Gefallen bitten. Zuerst tötet die Bogenschützen. Zweitens erzählt Malik nichts davon. Im Gegenzug sehe ich, was ich über Roberts Pläne erfahren kann. Alter, ja, der hat aber schon ganz schön Ansprüche hier. Das sind ja nicht wenig Bogenschützen. Wovor flieht er nur? Ja, ich hoffe nur, dass wenn ich jetzt... Das war Nummer 1. Wenigstens habe ich hier keinen Zeitdruck. Jetzt schauen wir mal, wo guckt er hin? Okay. Das heißt, wir gehen hier rum. Tötet ihn! Ach nee, gescheitert. Oh Mann. Nicht schon wieder. Naja, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dann.